Oh. Konrad! Niemand weiß, dass ihr hier seid, meine Lady. Ihr seid hier ganz allein. Machen wir das Beste draus. Du kannst mich mal kreuzweise, du Stück Scheiße. Du hast sie gehört. Was wollt ihr, Wichser, denn? Langsam. Ruhig. Zeig dich von deiner besten Seite, kleiner Mann. Okay. Okay. Hey, Johnny. Oh, Himmel, Conrad. Aufhören, lass sie los! Hier, Bastard! Hey! Schwarkopf! Halt die Scheißfresse! Hey! Verlass dich drauf, den schlagen Fliss und Julia die Köpfe ein. Nicht andersrum. Fliss scheint schon ziemlich dicke mit denen zu sein. Ja. Wo ist denn mein Bruder? Ich weiß nicht. Er ist bestimmt okay. Okay. Dreh dich um. Versteck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Okay, sie kommen. Julia, sag mir, was passiert ist. Sie haben nach unseren Eltern gefragt. Was? Wie viel Geld sie haben. Jetzt können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Schnauze, Wutzi. Acht Sekunden. Der Sturm ist 8 Meilen weg. Sie kamen auf einem Boot. Nehmen wir das doch. Ja. Das ist ein Schnellboot. Der Cheftyp, der hat eine Knarre. Schafft einer von uns zum Boot. Hilfe holen. Vielleicht willst du dir auch mal was anziehen. Wenn ihr sie ablenkt, komme ich aufs Boot. Der Typ mit der Knarre wird nichts merken, bis ich lange weg bin. 7 Sekunden.
Ich kann durch das Fenster raus, wenn wir diese Dinger knacken. Zu laut! Das hören Sie! Wir knacken sie, während es donnert. Gute Idee. Ich gehe durch das Fenster und dann zum Boot. Und ihr lenkt sie ab. Conrad, du konzentrier dich und geh zum Boot. Okay, dann los jetzt. Eins, zwei. Zum Rest der Bande. Ich hab mich verklickt. Nimm die. Wegen Cosmo. Falls nötig. Ich glaube, einer wird jetzt sterben. Setz euch. Da drüben. Du. Genau hier. Setzen. Jetzt. Arrêtez, bon de camp. C'est mon bateau. Stop! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule! En français? Hudson! Come here! Wer erzählt mir denn jetzt von diesem Monchurai Gold? Ich auch. Schreibaby. Was zum Teufel? Warum bist du nicht abgehauen? Ja, ich weiß schon. Okay, jetzt haltet die Fresse! Lass uns doch einfach nur reden. Du willst reden? Dann aber leise. Ach komm schon, wir vertreiben nur unsere Zeit. Seid still. Der Kapitän sagt, halte den Mund. Also bitte. Mit. Finde raus, wie lang der Sturm noch dauert. Versuchst du was? Irgendwas Krummes? Dann gibt es Konsequenzen. Verstanden? Duke of Milan erbittet Wetterbericht. Over. Wir hören Sie, ist alles okay?
Over. Hey, können Sie uns neue Infos über den Sturm geben? Ist ein bisschen heikel hier. Over. Großer Sturm kommt da von Osten. Trifft Sie wohl ziemlich hart, sollte aber in einer Stunde bei Ihnen durch sein. Sie klingen gestresst, Duke. Brauchen Sie eventuell Hilfe, sonst kriegen Sie bei Sturm keine Panik. Ja, okay. Alles okay hier. Ein paar Böen und ein paar Tropfen Regen machen uns nichts. Danke für die Info. Wir sehen uns auf einen Drink an der Küste in ein paar Tagen. Scheiße! Alles geht besser, wenn wir einander helfen. Das weißt du, oder? Weiter geht es schon viel mehr. Alle sind noch am Leben. Hi, Siggi. Das hätte auch anders kommen können. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Gespannt?